Kennt ihr das? Ihr kommt nach einem anstrengenden Tag nach Hause, macht eure ganzen Sachen fertig, euren Unikram, eure ganzen Formalien, alles was gemacht werden muss, macht ihr erstmal fertig. Und da ihr wisst, dass bis 18 Uhr das Video online sein soll, macht ihr euch dran, das Video zu schneiden. Klug wie ihr seid, habt ihr das Video gestern natürlich schon aufgenommen. Das beste und heftigste und lustigste Video natürlich aller Zeiten. Und ihr geht an den PC, nehmt die Maus, klickt auf den Ordner und seht zwei Dateien. Einmal die Facecam und die Bildaufnahme. Und dann denkt ihr euch, irgendwas fehlt. Und dann merkt ihr, ihr habt euer Mikrofon gar nicht abgespeichert. Ja, eigentlich sollte heute ein anderes Video kommen, was auch gekommen wäre, wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Aber ich habe aufgenommen. So nehme ich immer auf. Dann habe ich die Datei von der Speicherkarte auf den PC gezogen, habe Fraps geschlossen und habe auch Audacity geschlossen. Ja, doof nur, dass ich die Audiodatei nicht abgespeichert hatte. Und jetzt fällt es mir auf, wenn ich das Video schneiden will, was ohne Audioaufnahme gar nicht mal so einfach ist. Ja, deshalb ist halt kein Video da und deshalb wollte ich euch diese tolle Geschichte erzählen, wie ich verkackt habe. Ich weiß auch nicht, wie man so dumm sein kann, nicht zu merken, dass man die Datei nicht abgespeichert hat. Vor allen Dingen in diesem Ordner. Ich ziehe die Datei da rein und die. Normalerweise ist immer noch eine Datei da drin, aber die vergessen wir heute mal. Ja, war nicht mein klügster Moment. Wie kann man so dumm sein? Ich verstehe es nicht. Ein Typ, der das jeden Tag macht. Ja, jeden Tag kommt ja ein Video. Also speichere ich durchschnittlich jeden Tag einmal eine Audiodatei ab. Ja, und dann kriege ich es halt nicht hin. Nächstes Mal werde ich es einfach nachsynchronisieren. So, weil ich nicht viel anders rede. Ja, tut mir auch wirklich leid für euch. Das wäre nämlich das heftigste und krasseste und mega spektakulärste Video aller Zeiten gewesen. Aber, ja, kommt dann halt nie. Könnte mich immer noch aufregen, ey. Ja, das war die Geschichte des Timon, wie er leider zu dumm war, eine Audioaufnahme abzuspeichern. Es wundert mich eigentlich echt, wenn ich jeden Tag ein Video bringe, dass bis jetzt so wenig Fehler eigentlich passiert sind. Die meisten Videos entstehen auch so 12 Uhr nachts irgendwie, wenn man da schon halb schlafend über dem PC sitzt, weil man weiß, dass man am nächsten Tag komplett bis 19 Uhr irgendwie unterwegs ist. Und dafür, dass ich das so schneide, ist eigentlich echt nicht viel an Fehlern passiert. Ich bin selbst von mir überrascht. Halt nur, weil ich so klug bin. Ja, morgen kommt dann hoffentlich wieder ein richtiges Video, wenn ich nicht wieder dumm bin. Kann natürlich auch passieren, ne? Ab und zu kommt das vor. Meistens öfter als nicht öfters. Vielleicht sollte ich nochmal ein Buch lesen gehen, damit ich nochmal ein bisschen klüger werde. Vielleicht kriege ich es ja dann hin, eine Audiodatei richtig abzuspeichern. Das war auf jeden Fall von heute mit dieser tollen Real-Life-Story. Boah, war die heftig! Für mehr Real-Life-Stories gibt auf jeden Fall ein Like und 7 Abos. Weil ich kann auch noch Real-Life-Stories erfinden, wie ich Sachen geklaut habe oder wie ich fast ermordet worden wäre von heftigen Leuten, die mich an... Vor allem Leute machen das wirklich so. Ja, ist ja, ne? Komm. Haut rein, bis morgen beim neuen richtigen Video. Tschüss!